Wir machen weiter mit dem Einsatzhafen in Marxbage. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz interessanten Bunker für euch. So, ich hoffe, ich habe den Bunker richtig eingezeichnet. Ich habe euch hier gezeigt, hier ist in etwa die Ortsmitte von Horsten. Hier seht ihr wieder den Scheinwerferstand und Flakstand, den habe ich euch ja schon mal im Vorfeld gezeigt. Und in etwa an dieser Stelle befindet sich der kleine Bunker. Achtet mal bitte mit auf die Videokommentare. Ich denke mal, dass sich irgendjemand melden wird, falls ich den falschen Standort eingezeichnet habe. Das hier also ist die Zuwegung zu dem eigentlichen Bunker. Daneben ein Feld mit Mais. Hier seht ihr schon den eigentlichen Bunker, der aktuell abgesperrt ist mit einem Trassierband. Hintergrund, hier wurde Müll abgeladen, Sand abgeladen und man konnte den Bunker eigentlich gar nicht mehr sehen, der war komplett verschüttet. Nun also wurde der Bunker komplett freigelegt, oder ein Teil, besser gesagt, den Eingangsbereich wurde freigelegt. Er soll zukünftig als Fledermausheim dienen. Es ist nicht ganz sicher, wofür dieser Schutzraum gedient hat. Er könnte für die angrenzende Flak gedient haben, für das Personal. Er könnte auch ganz normal für die Bürger in der Ortsmitte gedient haben. Darüber gibt es leider keine weiteren Angaben. Mehr kann ich leider nicht zu diesem Bunker erzählen. Ich denke mal, größenmäßig, er hat maximal für 20 Personen gedient. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch ein paar Aufnahmen von dem Schutzraum. Das war es dann erstmal wieder aus Marx von dem ehemaligen Einsatzhafen Marxbage. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielleicht sind auch meine anderen Serien für euch interessant. Einfach mal in meine Übersicht schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ciao!